steht schon vor seinem letzten Tor. Wir sind hier im Diözesanhaus in der Cafeteria. Hier ist eine Krippenausstellung. Neben mir ist Elfriede Christoph, die Initiatorin dieser Ausstellung. Was hat dich bewogen, hier eine Krippenausstellung zu veranstalten? Ja, ich habe schon mehrere Ausstellungen von den Krippenfreunde Villach besucht und das war für mich immer eine Augenfreude, also diese Krippen zu sehen, diese lieblich gestalteten Kunstwerke. Und jetzt habe ich mir gedacht, machen wir mal im Diözesanhaus sowas. Sowas ist einfach eine schöne Ausstellung. Was bedeutet dir die Weihnachtskrippe? Du hast ja sicher auch eine zu Hause. Ich habe eine zu Hause. Die ist schon sehr, sehr alt. Die hat mein Mann gemacht und wir haben sie jetzt ein bisschen restaurieren lassen von den Krippenfreunden. Und was bedeutet mir die Weihnachtskrippe? Die muss einfach unter jedem Baum stehen. Wir stellen sie auch immer schon früher auf, weil sie einfach in die Familie zur Weihnachtszeit mit dazugehört. Danke, liebe Elfriede. Ja, jetzt ist neben mir Pfarrer Kurt Gatterer. Er ist auch geistlicher Assistent der Krippenfreunde in Kärnten, wie ich heute gehört habe. Eine kurze Frage. Welche Botschaft geht von der Krippe aus? Ein Kind kommt in diese Welt, das Kind von Bethlehem. Klein, einfach, am Rand der Welt. Und doch, denke ich, eine große Mitte für die Menschheit. Der menschgewordene Sohn Gottes, der uns die Botschaft der Liebe, des Friedens, der Barmherzigkeit Gottes bringt und schenkt. Und diese Botschaft wird auch in Zukunft von vielen Menschen eine Orientierung sein für ihren Weg, für ihr Leben. Danke für diese Deutung. Und ich habe ja gehört, du bist ja mit den Villacher Krippenfreunden zusammen. Du gibst ihnen auch Herberge. Ja. Ich bin dankbar, dass die Krippenfreunde bei uns im Pfarrhof sind. Sie haben die Möglichkeit bekommen, die Werkstätte hier zu errichten. Und da sehe ich, wie die Kurse angeboten werden, sehe ich, wie Leute sich mit dem Krippenbau beschäftigen. Und ich glaube, das ist eine Bereicherung für uns, für den Pfarrhof und für unsere Pfarrgemeinde, weil wir dadurch auch in gutem Kontakt sind mit ihnen und wir miteinander auch viele Aufgaben wahrnehmen. Die Villacher Krippenbauer sind mit einer Ausstellung zu Gast im Diözesanhaus. Neben mir ist Herr Erich Körbler. Er ist der Chef der Villacher Krippenbauer. Neben uns eine Krippe von ihm gebaut. Ja, was können Sie dazu sagen? Das ist eine venezianische Krippe. Ja. Das ist diese Krippe in Kleinformat, wie sie in der Nikolaikirche aufgestellt wird seit Jahrzehnten. Die ist ungefähr 4 Meter breit und 5 Meter hoch. Und ich habe sie heuer einfach nachgebaut mit kleineren Figuren. Vorn mit dem bezeichneten Schild, Ehre sei Gott in der Höhe. Das ist ein bisschen in moderner Bauweise gestaltet. Und was besonders ist, die Figuren haben wir sehr ausdrucksstark. Und sehr selten ist es, dass es 2 Schwarze bei der Krippe gibt. Es ist ein dunkelhäutiger Hirt und der König und das Jesukind auf erhöhter Stellung und die anbeteten 3 Könige und der schöne Hintergrund mit der Stimmung. Es gibt ja verschiedene Typen von Krippen. Wo ist diese Krippe zuzuordnen? Zu welchem Typus? Ja, das ist ein Mittelding. Das ist nicht ganz heimatlich und nicht ganz orientalisch. Man hat früher so, die Franziskaner zum Beispiel, die haben in ihren Provinzen meistens so
begnadete Krippenbauer gehabt. Und die haben eigentlich für die Kirchen in der ganzen Diözese oder im ganzen Bereich Krippen gebaut. Und die haben irgendwo, hat man dann schon gewusst, der hat einen eigenen Stil. Die haben auch einen eigenen Kopf gehabt, wie unsere Krippenbauer das auch machen. Jeder, es ist sehr vielfältig alles. Und durch das sind auch verschiedene Stilrichtungen rausgekommen. Grundsätzlich gibt es nur heimatlich, orientalisch oder Stilkrippen. Das heißt, Stilkrippen ist nur ein kleiner Teil des Stalles und da sind oft nur 4-5 Krippenfiguren drinnen. Es richtet sich oft im Platzverhältnis in den Familien auch. Und das lässt sich mit so kleinen Krippen oder so wie dort mit Wurzelkrippen auch sehr gut machen. Ja, diese eine, die kleine Krippe, schauen wir uns noch an. Die ist ja auch von Ihnen gemacht. Ja, jetzt sind wir vor der kleinen Wurzelkrippe. Ja, das ist bewusst. Wir haben Schule am Bauernhof in Villach und wir haben sehr viele Kinder bei uns als Gast am Bauernhof und die machen auch Krippenführungen, auch im Sommer als Nebendings, neben den ganzen Vorstellungen des Bauernhofs und die Arbeiten. Und ich habe das bewusst für die Kinder gemacht, weil eine Wurzel findet man bald irgendwo und kann auch draußen schöne Krippen gestalten. Es muss nicht so ein aufwendiges Bauwerk sein mit allen möglichen Sachen und man kann das auch sehr einfach machen und ausdruckbar und man sieht die heilige Familie, es ist eine ungewöhnliche Darstellung, die Mutter Gottes hat ein Zuzelfleischl in der Hand, das Schaferle beugt sich und schaut zum Jesukind und der heilige Josef schaut ganz bedächtig und die Kinder als heilig drei Könige stehen staunend vor der Krippe. Herr Körbler, danke für diese Kurzführung durch die Krippenausstellung. Danke. Herzlichen Dank. Neben mir jetzt Fritz Sucher, Krippenbaumeister zu Villach. Aber du bist auch im Orient zu Hause, wie ich hier sehe. Hier ist eine deiner Krippen, eine sogenannte orientalische Krippe. Wie geht man eigentlich an so ein Mammutprojekt heran? Da ist ja sehr viel Arbeit drinnen. Wie passiert sowas? Also diese orientalische Krippe, was da steht, das war in dem Programm der Meisterprüfung ein Baustein zu unserer Ausbildung. Die Ausbildung dauerte 4 Jahre und jedes Jahr wird ein anderes Projekt favorisiert. Das funktioniert in dem Fall so, das haben wir in Lienz gemacht, beim Krippenbaumeister Heini Sorko, der die Ausbildung für den Krippenbaumeister durchführt. Das heißt, wir bekommen eine Vorlage von 20 Krippen, wo die ganzen Angaben drinnen sind, was eine Krippe enthalten soll. Ein Turm, wo steht die Krippe, das, also das Zentrum von dem ganzen Gebäude. Nicht? Dann funktioniert das so, dass wir eine ziehen und die müssen wir nachbauen. Das heißt, wir fangen dann mit den Ebenen an. Mit den Ebenen fangen wir an und dann steigert sich das gebäudemäßig und so weiter. Also je nach wie viel Zeit hast du da gehabt? Also da ist eine Zeitvorgabe und diese Vorgabe ist 48 Stunden. Wir müssen in 48 Stunden fertig sein mit dieser Krippe. Das heißt, beginnen tut's mit einem Plan zu zeichnen, Materialaufstellung, was benötigen wir alles an Materialien. Und es wird ja hauptsächlich, in dem Fall wird es hauptsächlich mit Styrodur gebaut. Und dann werden diese Styrodurteile zugeschnitten nach den Krippenbaumeter. Also das heißt, die Dimensionen müssen stimmen und es muss auch so gebaut werden, dass es optisch was hergibt. Das heißt, wir bauen, so wie Sie da sehen, als immer in der Optik. Offensichtlich sehr gelungen. Ja. Sehr gelungen, ja. Mit dem Ausbildungsmeister, nicht? Der gibt ja noch die Inputs, wie das Ganze, was man noch verfeinern kann, verschönern kann, besser machen kann. Nicht? Er schaut sich das jeden Abend an und wir arbeiten nach diesen Vorgaben.
Ja, und die Figuren sind aber zugekauft, oder? Die Figuren sind zugekauft, ja. Da gibt es auch in Lienz gibt's einen Händler, der hat Südtiroler Figuren. Jeder Ort, also die fangen ja bei 70 Euro pro Satz an und nach oben gibt es ja bis zu den Geschnitzten gibt es ja kein Limit, kann ich sagen. Ja, danke, lieber Fritz Sucher. Wir könnten ja noch stundenlang plaudern. Du hast ja noch mehrere Krippen in dieser Ausstellung, aber das für heuer einmal, eine orientalische. Danke vielmals. Und steht schon vor seinem letzten Tor.